Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Tanks. Ich habe hier ein neues Schätzerle in meiner Garage, die Stuck 3G, und ich befinde mich hier auf Lakeville. Bin aber nicht allein unterwegs, ich habe mir den Joma wieder mal eingepackt und der hat auch eine Stuck 3G. Moin. Moin. So, ich habe nicht mehr die Stockkanone, sondern ich habe die Nachfolgekanone, wenn auch nicht die letzte. Aber der Joma hat sie. Jo. Ich glaube, meiner hat 110 Durchschlag. Kann das sein? Das kann sein. Man kann das ja zurzeit immer nicht nachgucken. Weil WOT sich ja irgendwie so ein bisschen kaputt patcht. Also bei mir geht das. Ich habe 150 Durchschlag. Aber bei mir geht es irgendwie nicht. Denn patcht Wiggy halt nur mich kaputt. Damit du einen Ticken schlechter bist und die anderen mehr Chancen haben. Richtig, richtig. Damit ich auch ja nichts aufnehmen kann. Genau. Du bist auf? Nein. Genau, habe ich gesagt. Aber da kommt was. Oh. Ja, das kommt aber nicht durch die Stadt durch. Nee, oh, da hat er noch Glück gehabt. 3 HP hat er noch in der Mitte. Oh. Ich fahr mal ein Stück vor. Richtung Stadt? Ja. Alles klar. Ja, das war eine scheiß Idee. Weil die aus der Mitte schön von hinten immer in den Arsch. Ja, ich liebe es. Ach, verdammt. Und ich folge meiner eigenen. Ja, Spielweise nicht. Sich zurückhalten? Ja, sozusagen. Du siehst ja, was man denn davon hat. Man will helfen. Man fährt ja vor. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und aus der Mitte, da standen bei uns gefühlt 20 Panzer. Von 15, die wir ja bloß haben. Die sind alle weg. Da hat nicht einer von überlebt. Rechts waren die anderen 20 Panzer, die wir haben. Da hat nicht einer von überlebt. Das stimmt. Das haben sie schön freigelassen, netterweise. Das Gefecht geht verloren. Ja. Wäre ich jedenfalls weiter hinten geblieben, dann hätte ich jedenfalls noch Schaden gemacht. Oh, wer beschießt mich denn jetzt? T-67? Der beschießt sich bestimmt. Ah, shit. Stimmt, aus der Mitte irgendwo. Ah, shit. Man muss sagen, das Team hat sich wirklich extrem viel Mühe gegeben, zu verlieren. Ja, das kann sein. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Ich war hier mit meinen Gegnern so beschäftigt. Ich sag mal, hüben wie drüben sind rote und orange. Also alles gut, alles schön. Bloß die anderen Roten, die haben sich nicht ganz so bescheuert angestellt wie unsere. Schade eigentlich. Ne? Und wenn ich denn im Prinzip unseren Churchill 1 sehe, der falsch gefahren ist, der ist eigentlich grün. Finde ich das ein bisschen arg schade. Soweit, so eine schöne Farbe und keine Ahnung von dem Spiel. Schade, schade. Ja, das stimmt.
Mal gucken, was die Auswertung sagt. Weil ich glaube, fürs erste Mal habe ich mich jetzt gar nicht so blöde angestellt, okay, behaupte ich. Leider keine Kills gekriegt. Naja. Aber kann man öfter mal fahren, das Ding, finde ich. Auch wenn es immer tricky ist für mich, mit so einem TD zu fahren. Aber ich gewöhne mich langsam dran. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.